Heute trade ich mich von nur einer Basic Cat zu einer Titanic Cat in Pet Simulator 99. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit unseren zwei Starter Pets. Und zwar dem Hund und dem Axolotl. Das sind die besten beiden Pets, die man sich am Anfang auswählen kann. Ja, ja, Updates und so wissen wir. Leute, wir müssen jetzt zuerst, dass wir überhaupt mal ein bisschen traden können und zur Titanic Cat kommen. Naja, die Trading Blase freischalten. Und dafür brauchen wir den ersten Rebirth. Und das heißt, einiges an Farmen. Außer ich bekomme hier vielleicht ein Free Pet von irgendjemandem. Roman hat mich schon angetradet. Roman, hast du gute Pets? Lease a good pit. Oh nein, er hat einen Dalmatiner. Oh nein. Ja, den nehme ich auch. Roman, ist das alles, was du hast? Ich glaube, Roman ist genauso schlecht wie ich, Leute. Gut, dann nehmen wir mal nicht seinen Dalmatiner. Vielleicht gibt es noch hier irgendjemand anderes auf dem Server, der bessere Pets hat für mich, Leute. Ja, wir gehen aber erstmal in die nächste Area. So. Ja, die Pets sind echt schlecht. Die Frage ist aber auch, wie verdienen wir dann später Diamanten? Ja, wahrscheinlich werden wir einfach billige Pets kaufen und die dann teurer weiterverkaufen. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, ein paar Millionen Gems zu bekommen, damit wir schon mal zumindest unser erstes Huge-Pet heute unser Farm. Und zwar wäre das wahrscheinlich ein Happy Rock für ca. 800.000 oder so. Das kann echt dauern. Group Rewards? Oh, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Und so ein Hoverboard würde ich auch nehmen. Plus ein paar Eggs holen wir uns gleich noch. Social Rewards. Was kann ich da eingeben? Geht da alles? Ja, hat funktioniert. Okay. Wird schon stimmen. 1500 Diamanten direkt. Ich glaube, wir geben die aber auch nicht allzu schnell aus. Und ich bin nicht in der Gruppe. Bekomme ich für die Gruppen Rewards auch nochmal Diamanten? Ich weiß es gar nicht. Einfach Pain. Nee, nee. Das sind die Regeln, Leute. Wir payen nicht. Wir ercheaten uns keine Pets. Außer irgendjemand Nettes würde uns gleich mal antraden und mir vielleicht ein Pet geben. Das wäre ganz nett, aber sonst ercheaten wir uns nichts. Ich kann da mal im Chat nachfragen. Vielleicht hat ja jemand ein gutes Pet für mich. Hey, can somebody give me a good pet? Please. Irgendjemand ist hier doch krass, oder? Josh, Rank 7. Du hast sicher krasse Pets, oder? Er wird doch hunderttausende von diesen OP-Pets haben. Bitte ein Pet. Komm schon, Josh. Oder Barysk. Ein Pet, Junge. Ich will jetzt nicht das ganze Spiel doch mal von neu durchspielen. Das kann ein paar Stunden dauern. Hey, can you give me a good pet? Nein! Ich hasse ihn. Okay, ich aktiviere erstmal hier die ganzen Potions. Coin Potion, Treasure Hunter Potion. Und wir können schon mal in die nächste Area weitergehen. Da, Oyupeto, bitte. Bitte ein Pet. Oyupeto, lauf nicht weg. Ich brauche ein Pet, Leute. Oh, FC Colin, trade mich an. Hast du irgendwelche Pets? Yo! Kann ich die haben? Kann ich die haben? Kann ich die haben? Ich würde die nehmen. You are the best. Thank you. Oh mein Gott. Wir haben Instant OP-Pets, Leute, bekommen. Und zwar 96.000 Night Beagles und ein paar Prince Donkeys. Die sollten... Ja, und jetzt auf alle Fälle schon mal helfen, ein bisschen schneller uns das ganze Zeug zu erfarmen und den ersten Rebuff zu bekommen. Das sind echt schon gute Pets. So, erstmal 300 Diamanten nehmen wir mit und dann geht's weiter in die nächste Region. Theoretisch könnte ich mir auch mehr Pet-Equip-Slots kaufen, aber sollte ich das überhaupt machen, Leute? 250 Diamonds, 557. Nee, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Wir farmen uns einfach so weiter. Wir sparen jetzt einfach erstmal alle unsere Gems, die wir haben und, naja, holen uns mal wieder die ganzen Rewards hier. Hier, die ganz vergessen. So, ein Book of Strong Pets nehmen wir mit. Und natürlich auch die Obby abschließen, weil es könnte auch sein, dass man bei der Obby auf entspannt so irgendwie 1000, 2000 Gems oder so bekommt. Deswegen, in Rekordzeit werden wir die Obby jetzt beenden. Ich nehme jetzt keine Leute an, Leute. Ihr könnt vielleicht später mal versuchen, auf meinen Trading Plaza Server zu kommen, um mir alles abzutraden. Damit habe ich kein Problem. Aber wir haben jetzt die Obby abgeschlossen und, ja, eine Regenbogenfrucht bekommen. Die benutzen wir aber tatsächlich auch direkt, würde ich sogar sagen. Einfach, damit wir so schnell wie möglich uns weiterfarmen, Leute. Leute, 60.000 Coins ist das nächste Ziel, das wir haben. Ey, ich habe ein Hoverboard bekommen. Sehr stark. Rank Nummer 2. Und das gönnt mir auch direkt mal wieder ein paar Diamonds und ein paar Potions. Leider kein besseres Buch bisher. Und Gegenstände auch nur eine Banane. Aber trotzdem nehmen wir mit. Oh, so eine Diamond Potions 1 können wir auch benutzen. Da bekommen wir noch ein paar Diamonds mehr dazu extra. Das ist stark. So, ein Goldbaden für die nächste Region. Ja, ab ins Minenfeld. Hier gibt es sicherlich auch noch ein paar. Minenfeld ohne einmal zu sterben? Fragezeichen. Oh. Ey, Coins 2, Tap. Power 2 und Coins Flag. Nehmen wir mit. Coins 2 Buch ist genau das, was ich brauche. Können wir eine Coins Flag aktivieren? Ja, lass eine Coins Flag aktivieren. Oh, so ein TNT würde ich jetzt auch fühlen, tatsächlich. Und ein Gift Bag. Den nehme ich auch mit. Eine Magic Coin Jar. Die bringt mir wahrscheinlich nichts. Aber ein Speed 4 Buch. Ich weiß nicht, ob ich das equippen sollte, tatsächlich. Ich glaube, Criticals 3 ist tatsächlich stärker. Wir nehmen Criticals 3. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit vergessen habe, Leute? Ich kann ja auch auf die Coins draufklicken und dann gehen die kaputt. Vielleicht hätte ich somit ein bisschen schneller farmen können. Wir gehen noch nicht direkt in die nächste Region. Wir nehmen die Coins Flag mit. Oh, Bag of Diamonds.
500 und 400. Wir sind jetzt schon bei 6000 Diamanten. Das ist eigentlich ziemlich gut sogar. Damit können wir uns schon ziemlich gute Pets gleich mal kaufen und ein bisschen Gems damit machen. So, lass uns weitergehen. Three Gifts have been unlocked. Ach so, die schaltet man erst ab Area 13 frei oder was? Das wusste ich gar nicht. Hätte ich schon ein paar Free Gifts farmen können. Naja. So, Area 19. Ne, 18. Never mind. Die Dschungel-Obby. Ja, vielleicht bekommen wir da ein paar Gems raus aus der. Wäre auch ganz gut. Okay, Dschungel-Obby heute unter 45 Sekunden. Ich weiß nicht, was mein Highscore ist bei der. Aber ich glaube, so 50 Sekunden ist schon gar nicht schlecht. Aber wir müssen natürlich auf diesen Stein warten. Das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Ohne den geht's nicht. Das bremst uns sehr stark aus hier. Aber 250 Diamanten. Lucky Eggs und Treasure Hunter Potion. Ist okay. Hey, wir sind aber jetzt schon bei 7500 Diamanten, Leute. No joke. Gefühlt bekommen wir heute noch das Titanic-Pad, wenn es so weitergeht. Oh, und da ist der Merchant. Hat der vielleicht irgendwas Gutes? Also ich müsste halt Diamanten ausgeben dafür, aber der hat sowieso nichts Krasses für mich. Magnet Flag und Toy Ball. Brauchen wir beides jetzt nicht unbedingt. Was? Colin trainen wir nochmal. Nur für Daycare. Können wir das annehmen, Leute? Für die Daycare? Ja, nimm. Ja, okay, wenn ihr alle sagt, dass wir das annehmen dürfen, dann nehme ich die 10 Prince Donkeys an. Ja, ja, safe. Okay, dann nehmen wir. Dann nehmen wir. Dann wird das schon kein Problem sein, Leute. Wir machen das nur für die Daycare. Außerdem wusste ich ja nicht, dass Colin Zuschauer ist. Ich konnte das ja gar nicht wissen, Leute. So, da haben wir sie auch direkt schon, die Daycare. Das heißt, wir packen hier direkt mal, naja, alle 10 Prince Donkeys rein. Dann haben wir ein Lucky Level von 10, was uns aber schon 63.000 an Diamonds theoretisch geben könnte. Was? Das ist ein bisschen viel. Spinny Wheel Tickets oder, naja, halt Mythic Bücher. Das wäre auch krass. So ein entspanntes Blast Buch würde ich nehmen. Oder vielleicht sogar ein Fortune Buch. Fortune Buch wäre halt instant und huge Pet. Also wir werden gefühlt innerhalb von 2 Minuten fertig. Einfach nur, wenn wir uns das Fortune Buch holen. So, Area Nummer 25, Leute. Wir können uns endlich den ersten Rebirth gönnen. Den Rest vom Spiel werden wir jetzt vorerst auch gar nicht machen, weil wir haben alles erreicht, was wir, naja, bis jetzt erreichen wollten. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Castle Door rein. Können wir spinnen? Haben wir irgendeinen... Sollten wir hier spinnen? Nee. Hier können wir nur Müll ziehen. Theoretisch könnte ich gleich noch probieren, wenn ich einmal in die Trading Plaza reingehe und wieder rausgehe, was ich bekomme. Vielleicht machen wir das später noch. So, wir gehen jetzt aber erstmal hinein und verkaufen unser ganzes Zeug. Aber jetzt fängt der Spaß erst wirklich an, Leute. So, hier angekommen. Was haben wir denn hier? Wir kaufen schon mal, verkaufen direkt schon mal, Leute, sehr viele Exotic-Bücher. Queen Piggies, Diamonds Potion, Fortune-Bücher für 1,1 Millionen. Sowas wäre das Ziel. So ein Fortune-Buch oder sowas billig zu ertraden. Das wäre krass. Einfach hier irgendwelche Sachen finden, die wir uns billiger traden können. So, wir bauen jetzt aber erstmal unser Buch auf. Kann ich da den irgendwie customizen? Nee, ich habe nur die Default-Buch. Oh, das ist peinlich. Und ich würde sagen, wir verkaufen direkt mal so eine TNT-Crate für 2000. Ich glaube, für 2000 könnte man die vielleicht sogar verkaufen. Hier, vielleicht will die jemand haben. Okay, die wird instant weggekauft. Digga, okay, warum sind hier direkt so viele Leute hier? Du bist ein Zuschauer zu 100% Meterix. Du bist 100%ig ein Zuschauer. Aber okay, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mein Zeug hier an der Booth kaufen. Habe ich kein Problem mit. So, Speed 4. Wofür verkaufen wir das hier, Leute? Zu billig? Die war 8k? Will jemand mein Speedbook für 8000 Gems kaufen? Okay, Meterix. Nehmen wir mit. Was? Wie viele Gems hat Meterix? Hier, 138.990 Gems, Leute. Sollen wir probieren, was passiert, wenn wir 6 TNT für 138.990 Gems reinstellen? Meterix, dein Zug. Du bist an der Reihe. Zocken wir den ab? Nein, nein, nein. Das ist nur ein soziales Experiment. Was? Er hat gekauft. Er hat es wirklich gekauft. Wir haben 170.000 Gems. Das waren die leicht verdiensten 130.000 Gems jemals. Danke, Meterix. Du sitzt zwar jetzt hier mit 0 Gems, aber der hat genau 0 Gems. Haben wir irgendwas, was wir hier reinstellen können? Ich glaube, wir haben jetzt nichts Krasses weiterhin. Boah, ist vielleicht so eine Giant Coin Jar jeweils für 2.000? Was sagt ihr? 1K, 4K. 20.000. Ja, woher? Ihr müsst realistisch bleiben. Sagen wir 2K für eine jeweils. Wir verkaufen die Giant Coin Jars für jeweils 2.000 Gems. Ich denke, das ist ein ganz okayer Deal. Auch in einem... Nein, den kaufe nicht, kaufe nicht, kaufe nicht, kaufe nicht, okay? Es müssen auch noch andere Leute kaufen. Wir versuchen, das halbwegs ehrlich zu verdienen, okay? Wir haben jetzt schon einen sehr guten Start. 170.000 Gems. Trade mich mal. Okay, was willst du? Unicorn Dragon. Soll ich dir dafür vielleicht ein paar Gems geben? Ich kann das nicht for free nehmen. Das wäre einfach nur cheaten. Das kann ich... Ich gebe ihm 138.990 Gems dafür. Das wäre tatsächlich ein Deal. Machst du das gegen 138.990 Gems? Sieht doch einem stabilen Deal aus, oder? Gut. Immer schön mit dir
Trades zu machen mit TRX. Dankeschön. Ich glaube, dann können wir aber schon mal eine dieser Coin-Jars rausnehmen. Oder beide. Und wir setzen dann mal unsere 3 Giant-Coin-Jars für 5k rein. Das ist ein bisschen billiger, glaube ich. Das kaufen vielleicht auch Leute. Dann Unicorn-Dragon. Wir wollen ihn ja losbekommen. Also für ein bisschen unter Rab. Okay, wurde instant weggekauft. Dankeschön. 53.000. Ist kleines bisschen unter Rab. Könnte man theoretisch kaufen. Dann nochmal 3 Coin-Jars natürlich für... Es wird instant weggekauft. Ist es wieder mit TRX? Mit TRX steht wieder da und kauft alles. Mit TRX, du kannst nicht einfach alles kaufen. Oder du kannst nicht einfach dastehen und alles kaufen. So traden wir uns einfach die ganze Zeit die Gems rüber. Das ist dir bewusst, oder? Das können wir nicht machen. Das YouTuber-Leben ist so einfach. Real Talk. Ich stehe hier als Bacon und habe irgendwelche Leute, die mir alles abkaufen wollen. Trade mich nochmal, zeige alles, was ich habe. Ich kann aber nichts bekommen. Ich darf nichts von dir for free bekommen mit TRX. Okay, zeig mir dein Zeug. Ich gehe jetzt in den nächsten Trading Plaza und wenn du mir nachjoinst. Okay, er hat ziemlich viel Zeug tatsächlich. Oh Gott. Oh, er hat gut Zeug. Er hat schon gut Zeug. 4 Exotic-Bücher. Ist krass. Okay, ich nehme das nicht mit TRX. Ich nehme das nicht an. Ich gehe jetzt in die nächste Trading Plaza. Wir sehen uns. Was verkauft er hier? Giant Coin Jar für 2000. Er verkauft 3 für 5000. Das ist ein besserer Trade. Vertrau mir. So, 3 für 5k. Dann natürlich mein Blast-Buch für... Ich weiß nicht, wie viel das wert ist, Leute. 29.000. Ich sag mal 29.000 und nochmal 3 von den Giant Coin Jars. Oder ja, nochmal 3 für 5k. Damit wir uns einfach wieder ein paar Gems erfarmen. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Ah ja, das Ketterboard. 77.000 kostet das. Verkaufen wir das für 75. Oder theoretisch könnten wir das verauctionen. Glaubt ihr, jemand will das kaufen, wenn ich das jetzt hier für 70k Minimum verauctione? Ich könnte mir vorstellen, dass das Leute kaufen würden. Wird nicht gekauft? Ja, ist ja auch egal, oder? Selbst wenn es nicht gekauft wird, ist mir ja auch egal. Dann bekomme ich sie einfach wieder. So, wir schauen jetzt erstmal nach irgendwelchen günstigen Pets oder so. Ja, 180.000 für ein Diamonds 5 Buch. Wer ist er? 500 für einen Prince Donkey. Nee, ich glaube, die bekomme ich auch nicht weg. 10 Millionen für eine Princess Dragon? Junge. Ja, das ist alles Müll. Hat hier niemand irgendwelchen guten Angebote hier? Nee, ich will mein Geld nicht für solche unnötigen Sachen ausgeben. Zum Beispiel Prince Donkeys. Okay, niemand kauft mein Zeug. Leute, das ist jetzt nicht so eine schlechte Buch. Wie viel ist so ein Blastbuch wirklich wert? Muss doch ein bisschen was wert sein, oder? Okay, ist ein Blastbuch wirklich 10k wert? Hat ihr irgendjemand eine Ahnung, wie viel ein Blastbuch wert ist? Okay, wir setzen das Hoverboard für 60k rein. Nee, 65.000. 65.000. Vielleicht kauft es dafür jemand. Komm, Leute, das kann man nicht mehr bekommen. Das ist ein seltenes Hoverboard. 75.000. Das ist ein seltenes Hoverboard. Oh, Crazy Place. Was willst du von mir. What you have? I look for anything good. Okay, ich habe ein Blastbuch. Just a little bit. This good? I don't want that. Was dann? Mein Hoverboard ist gerade weg. You speak Hollandaise? Also, ich habe nichts für dich. Deal or na? Show Enchant. Was für Enchant? I need no. Ich habe keinen Enchant, Digga. 15k Blast, dann verkaufen wir das für 15k, okay. Gib Tap Power 5. Auf einmal irgendwie deutsch geworden, oder was? Ich habe keinen Tap Power 5, das ist Tap Power 4. I will pay how much you want. Okay, wie viel kosten Tap Power 4 Bücher, Leute? Ich würde sagen, für 3 Tap Bücher verlangen wir 15k. 15k. One only? Ja, okay. Dann 1 für 15k. Können wir auch machen. 5k? 7k. Deal or na? 4.999. Na, Deal. 6.000 können wir machen. Digga, was willst du für mir? Was soll das heißen? You big scam. Chill. 5.500. Letzte Preis. Runter, weiter runter gehe ich nicht. Ey, dein Board hat sich verkauft. Wirklich? Für wie viel? 65.000? Wer hat es gekauft? Für wie viel? Ich hab's gar nicht mitbekommen. 3, 5, bist du dumm? 5k. Ja, ich habe 156.000 Gems wieder. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon so ein halb Big Investment machen und vielleicht das flippen und dann gut Profit machen. Okay, Crazy Place, gib mir jetzt einfach 5.000 Gems für dieses Buch. 5.000 Gems. Boah, ich hasse dich. Hasse ich so sehr. Okay, wir setzen jetzt erstmal unser Blastbuch nicht mehr für 29 vielleicht rein, sondern für 15.000. Das ist wahrscheinlich ein guter Preis. Und dann hier die Jars für 4.000. Und 4.500. Und dann können wir noch so ein Tap-Buch für 5k reinsetzen. So, ich glaube, das sind die Preise. Das können wir machen. Oh mein Gott, ich hasse dich, Crazy Place. Er macht einfach den Nachbarstand auf und verkauft die Coin-Jars hier billiger. Leute, kauft bei meinem Stand. Kauft nicht bei Crazy Place, Junge. Kauft bei mir. Ich weiß, wie man Gems verdient. Ich bin ein vertrauenswürdiger Trader. Kauft bei mir, kauft bei mir, kauft bei mir. Ja, Lukas zum Beispiel. Willst du was haben? Ja, sehr schön. Die 3 Coin Jars für 4,5. Übrigens, Crazy Blaze, das eine Angebot steht dann nur für dich. Tap Power 4. Das ist doch genau das, was du wolltest, oder? Never mind. Lukas hat es sich gekrallt. Ich hätte noch eins übrig, tatsächlich. Ich habe gespart. Ich habe noch ein Tap Power 4 Buch. Aber das kostet halt jetzt 7k, weil die Mahn ist ziemlich hoch. Das ist das Problem. Ah, du willst traden, Crazy Blaze? 7k. Für weniger kann ich das nicht dir verkaufen. 3k oder 4k. 7k. Weniger gebe ich das nicht her. Wait, I buy Magnet. Ich habe ein Magnet 1 Buch. For your main account. Was willst du von mir? Ich habe keinen Main Account. Blue Book. Wie viel gibst du mir für Magnet?
Oh, das Blasbuch wurde verkauft. Sehr schön. Okay, alles wurde verkauft. Tap Power auch für 7000. Sehr schön. 50.000 für ein Magnetbuch. Bist du sicher, dass das der richtige Preis ist? 2,5 erscheint mir ein bisschen eher vertretbarer. Ja, okay, 2K nehme ich auch. Ist ein guter Trade. Nehmen wir mit. Das heißt, Leute, nach diesem Trade haben wir jetzt 199.000 Gems. Und Billy will auch nochmal mit mir traden. Das Problem ist, Leute, ich habe nichts zum Traden. Ich habe, no joke, nichts mehr, was ich vertraden könnte. Ich habe nur noch Müll. Was würdest du jetzt noch wollen von mir, Billy? Oder was kann ich dir abkaufen? Die bessere Frage. Kann ich dir irgendwas Cooles abkaufen für günstig? Ja, zum Beispiel diese Prince Donkeys kaufe ich dir für 1.000 Gems ab. Okay, ich kann dir keinen Ucherok für 200.000 Gems abkaufen, gehe ich mal davon aus. Lightning Buch. Okay, das kann ich kaufen. Ich biete dir 30k. Wir müssen immer tief anfangen. Aber nicht so tief, dass er uns direkt den Trade cancelt. Ja, okay. 30k machen wir. Kauft hier jemand sein Hoverboard für 30.000? Ich würde es kaufen. Ich würde es kaufen. Ich kann es nicht mehr kaufen. Okay, Billy, danke für den Trade, aber ich... 90.000, okay, never mind. Okay, Billy, danke, danke, danke für den Trade. Ich weiß nicht mehr, was du gerade geschrieben hast, aber wir haben jetzt ein Lightning-Buch. Das ist mehr wert als 30.000. Zu viel? War das zu viel? 20.000? Ich dachte, das wäre 50.000 wert. Wir können es ja trotzdem probieren. Vielleicht haben wir ja irgendwelche dummen Leute hier, die ein Lightning-Buch für 50.000 Gems kaufen würden. Mein Blick geht zu euch hier. Vielleicht du. 50.000? Guck Auction schnell. Ich glaube, das holen wir uns. Ich glaube, diesen Unicorn Dragon für 3 Gems oder 1.000 Gems, den holen wir uns auf alle Fälle. Wir warten mal, was die Leute hier so bieten. Aber dann bieten wir mit 50.000 und Rabatt der. Ja, und der Typ kommt direkt wieder mit 30.000 um die Ecke. Ja, chill mal. 35.000, 36.000. Ja, schon langsam bieten wir da nicht mehr mit, glaube ich. Ja, für 50.000 kaufe ich mir das Ding ganz sicher nicht. So, traden wir mit Hyperdrip. Was los? Was willst du mir verkaufen? Oder was willst du kaufen? Ein Lightning-Buch? Ey, davon habe ich gerade eins schon gekauft für 30.000. War irgendwie ein sehr schlechter Trade. Ein Cocktail? Ich glaube, der ist nicht so viel wert. Von dem haben mittlerweile schon mehr Leute einen, oder? Der ist 200.000 wert? Nein, das ist er nicht. Der Cocktail ist nicht 200.000 wert. Davon habe ich auch einen. Von einem Mini-Chest bekommen. Oh, krass. Ich nur vom Erfolg bis jetzt. 200.000? Der ist 100.000 wert? Vielleicht soll ich den auf meinem Main-Account mal verkaufen. Okay, Hyperstern, was willst du dafür haben? Was willst du haben für diese ganzen Sachen hier? Okay, da der Cocktail über 100.000 wert ist, die brauche ich nicht. Lucky Potion 6, pack die raus. Ah, wenn, dann brauche ich den Cocktail. Nee, das nehme ich nicht. Das ist Müll. Das ist ein Schmutz. Das ganze Zeug hätte ich dir, glaube ich, für 110 abgekauft. Weiß halt nicht, was ich jetzt mit noch einem Lightning-Buch anfangen soll. Wir kommen das so oder so schon gar nicht weg. Und es ist verkauft worden. Never mind. Ich bekomme es doch weg. Ja, Hyperstern, du musst mir auch sagen, was du willst, circa. Ich kann dir ein Offer machen für das ganze Zeug. Das wäre bei 130.000. 130.000 wäre mein Offer dafür. So 65.000? Was? Lightning ist nicht 75.000 wert. Chill. Ich habe das gerade für 30.000 easier traded. Das ist keine 75.000 wert. Das kann ich dir sagen. Das ist 20.000 vielleicht wert. Diesen Orca bekommst du normalerweise auch nicht so easy weg, weil das ist einfach ein Exclusive-Pad, das nicht so viele Leute haben wollen. Hey, Block Trade sagt es. Keine Ahnung, wer das ist, aber er sagt es dann falsch. Princess Dragons sind gar nichts wert. Die Orcas sind vielleicht insgesamt 120 wert. Und Lightning, also Orcas 120, weil die will keiner kaufen. Die Mana ist niedrig. Ich will deinen Rift Dragon nicht. Das war einmal was in dem Trade drin. Mach wegen Orca. Jetzt hat er die Orcas rausgepackt. Das ganze Zeug mit den Orcas. Wenn du jetzt noch die Orcas reinlegst, dann kann ich dir das für 170.000 uptraden. 170.000 ist das, was ich entbehren kann. Mehr kann ich dir leider nicht geben dafür. Okay. Das ist ein Trade, den wir machen können. Dankeschön, der Herr. Dankeschön. Was sagt ihr, Leute? WOL? Insgesamt 100k? Nee, ist fair, würde ich sagen. Hätte ich gescammt, es sind nur 2 Orcas. Ich habe es auch gerade gemerkt. Ich lasse mich echt einfach scammen. Ich dachte gerade wirklich, es sind 3. Ja, das ist jetzt scheiße. Oh. Ja. 48.000, Leute. 48.000 Orca. 48.000 für ein Exclusive-Pad ist billig. Ihr könnt das in die Huge-Egg-Maschine oder so reinpacken. Ihr könnt ein krasses Pad daraus machen. So ein Rift Dragon ist sogar noch ein besseres Huge-Pad, Exclusive-Pad. Das würde ich ein bisschen teurer sogar verkaufen. Oder? Nee, sogar ein bisschen billiger. Heute bin ich in guter Laune. 47.000 für euch. Super Angebot, nur für euch heute. Oh, jetzt sind sie weg. Dann haben wir hier noch ein Lightning-Buch. Ich weiß, ich habe es davor ein bisschen teuer angeboten. 50.000 war ein bisschen zu viel. Was ich aber trotzdem verkauft. Deswegen würde ich sagen, gehen wir ein bisschen runter. 45.000. Mir wurde gerade gesagt, das ist 75.000 wert. Das ist fast 40% off, Leute. Das ist wirklich billig. Statt 75.000 nur heute 45.000 ist krass. Ich würde zuschlagen an eurer Stelle. Und ich würde mir auf alle Fälle Gems geben, weil ich habe nicht mehr so viele Gems, weil ich gerade fett gescammt wurde um einen Orca. Verhandel mal mit mir. Ach, was will ich mit dir verhandeln? Du schreibst mir nur irgendwie da auf Spanisch irgendwelche Sachen. 15 Princess Dragons. Mhm. 3k. Das wären für 5 1.000. Kann dir für 5 750 geben. Oh, noch ein Shiny dazu. Shiny ist nicht schlecht.
Aber es ist ein normaler. Nee, pack den Shiny raus. Obwohl, mit dem Shiny machen wir 2,5k können wir mit dem Shiny machen. Die Donkeys will ich nicht. Pack die Donkeys weg. Guck, Rab von dem Orca. 48.000. Ja, ich verkaufe sogar unter Rab. Das willst du für 3k haben? Ja, okay. Dafür können wir 3 machen. 3 ist okay dafür. Ist ein okayer Trade. Hast die Leute, die dann immer, wenn ich fertig bin mit dem Trade, noch irgendwas reinlegen. Aber ein Happy Pets Buch nehme ich auch mit. Dankeschön. Wie viel ist so ein Happy Pets Buch wert? Safe so 5, oder? Safe so 5. Das ist ein W. 5k bekommt ihr das. 10 Princess Dragons könnt ihr von mir aus für 3k kaufen. Ist ein stabiler Trade. Und ich habe ein Maximum an Slot-Vouchers verwendet. So, will jetzt jemand mal kaufen hier? Bitte trade mal, Pablo, was willst du? Ich will nochmal sagen, wir machen das hier nicht für mein Titanic-Pad. Ihr müsst an das große große Ganze denken. Das ist für das Titanic-Pad von Wallet's Play. Deswegen, Leute, ich weiß, die Preise sind jetzt nicht übergünstig bei mir im Shop, aber ihr könnt doch mal kaufen. Ich weiß auch nicht, was du jetzt willst, Pablo Zwillus. Ich brauche nichts von dir, danke. Oh! Adrian Roblox, danke. Das Happy Pet Buch nehme ich. Haben wir sonst noch was wir verkaufen können? Hier, Princess Dragons, 10 Stück für 3k. Oh, ein Orca wurde verkauft. Sehr schön. Wir sind wieder bei 150.000 Gems. Die Princess Dragons wurden auch verkauft. Und dann machen wir nochmal direkt 5 für 2k hinterher. Ich hoffe, das will auch jemand kaufen. Das ist echt gar nicht so schlecht, der Deal. Ja, sehr schön. So, kauft noch jemand den Orca und das Lightning Buch? So, was verkaufst du hier? Eine Lightning Buch? Nee, danke. Der Lightning Bücher für 85.000. Das will doch niemand kaufen. Hier Lightning für 40.000. Ey, ich biete das gar nicht für so teuer an, Leute. Ey, es hat nochmal Adrian den Ork gekauft. Dankeschön. Midas Touch für 320.000 ist viel zu teuer. Was ist das hier? Series One Epic Gift für 650.000. Das wäre no joke was man auch kaufen könnte, tatsächlich. Aber ich habe nicht die Gems dazu. Aber 650.000 ist tatsächlich noch ein bisschen zu teuer. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist zwar eine seltene Sache, aber die kaufen wir nicht dafür. Dann er hier verkauft 10 Stück von denen für 2k. Dann habe ich ja meine ein bisschen zu billig angeboten, oder nicht? So ein Booth-Slot-Voucher, 75.000. Ich hätte gerne ein bisschen mehr, was ich in meine Booth reinpacken kann. Aber ich hätte auch gerne mal, dass die Leute hier jetzt dieses Lightning-Buch kaufen. Dankeschön. Adrian, so ein Ehrenmann. Ich würde sagen, wir gehen dann mal auf den nächsten Server, weil wir müssen jetzt wieder kaufen. Wir haben gerade überhaupt nichts, was wir mehr verkaufen können. Das heißt, es wird jetzt wieder Zeit, ein bisschen Zeug zu buyen. Meteorix, trade mich wieder an. Meteorix, was willst du? Ich habe ja theoretisch... Oh, ich hätte noch einen Princess Dragon Shiny. Und ich habe ein Criticals 5 und ein Criticals 4 Buch. 92.000 Gems. 15.000 dafür. 20 können wir machen. 15 ist mir ein bisschen zu wenig. 20.000 können wir machen. Das ist stabil. Ich glaube, das ist ziemlich fair. Wir kommst ein Critics 5 Buch. Das ist ein gutes Buch. So, damit haben wir jetzt 250.000 Gems. Wir brauchen noch circa das Dreifache, würde ich sagen. Und wir könnten uns einen Hellrock holen, vielleicht. So, nur jetzt. Ich kaufe nur. Jetzt gerade verkaufe ich nicht, weil ich habe nichts zu verkaufen. Sondern ich würde dir einfach nur irgendwelche Sachen abkaufen, die du mir... Naja, die du einfach loswerden willst. Die ich vielleicht besser verscherbeln kann oder so. Deswegen so ein, keine Ahnung, Fortune Buch für 10.000 würde ich nehmen. 9 von den Namensdingern für 50.000 niemals. Nein. Das wird nicht passieren. Die kaufe ich dir vielleicht für 10k. Vielleicht für 10k, nicht für mehr. Okay, 10k. Dann kann ich die hoffentlich halbwegs gut weiterverkaufen. Oh, was willst du jetzt für diesen Crystal Key haben? Achso, den bekomme ich for free mit. Gut, dann passt es auch. Dankeschön. Ich glaube, so eine Upper Half ist sogar seltener als so eine Lower Half. Deswegen können wir den ziemlich gut auch weiterverkaufen. So, Namensschilder 4 für... Machen wir 4 für 5k. Und dann als zweites 5 auch nochmal für 5k. Dann haben wir schon mal so unsere 10k wieder draußen. Und dann verkaufen wir noch die Upper Half für entspannte 15.000. Dann haben wir instant mit diesem Trade wieder 15.000 Profit gemacht. Let's go! Und alles wurde instant verkauft. So, Nico, 270.000 Gems habe ich mittlerweile. Kannst du mir irgendwas bieten dafür? 45 Night Beagles. Was willst du haben dafür? 25.000 für 45 Night Beagles. 20k. 21. Ja, 21 können wir machen. 21.000 ist okay. Ich glaube, die bekommen wir auch relativ gut weg. Das ist stark. Dankeschön, Nico, für deinen Trade. So, dann haben wir jetzt 45 von diesen Night Beagles. Die können wir tatsächlich auch gut weiterverkaufen. Wie viel verkaufen wir davon? 10 Stück. So eine gute Daycare-Ration mäßig. 10 Stück für 20.000 direkt? Ich glaube, das sollte möglich sein, oder? Wir probieren mal 20, ob sich das verkauft. Wer kauft das ganze Zeug? Das Ding ist instant weg. Hier stehen 10 Leute, die einfach instant das Zeug kaufen wollen. Leute, nur mal so zur Info. Ich versuche das hier nicht aufzuprovozieren, dass irgendwie Leute auf meinen Server kommen und mein ganzes Zeug wegkaufen. Ey, ich habe keine Joints an. Die meisten wissen gar nicht meinen Namen. Ich kann nichts dagegen machen. Die Leute warten hier einfach. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich 10 von denen für 100.000 reinstellen. Und vielleicht wird es jemand kaufen. Okay, vielleicht auch noch nicht. Aber
Ihr wisst, was ich meine. Okay, 100.000 kauft irgendwie doch keiner. Never mind. Vielleicht dann auch mal nochmal 10 für 20.000. Dann könnten wir insgesamt mit denen knapp 100.000 Gems machen. Wir hätten Big Profit. Instant gekauft. Sehr schön. Dann könnten wir theoretisch aber auch mal 25.000 probieren. Wir haben 25.000 Gems für 45 ausgegeben. Und die Leute kaufen vielleicht sogar 25.000 Gems für 10 Stück von denen. Irgendjemand hat das 100.000er Ding gekauft. Oder es ist einfach... Nee, es ist einfach weg. Irgendjemand wollte das 100.000er Ding kaufen, aber es ist weg. Tut mir leid. Ich stelle das nochmal für 90.000 rein, falls es jemand haben will. 90.000 Gems, 10 Night Beagles. Die sind relativ selten in Rainbow. Da muss man wirklich ganz gut lang farmen. Ich habe auch erst 40 Stück von denen oder so insgesamt. Also, ihr wollt das vielleicht haben. 90.000 Gems sind heutzutage nicht mehr so viel, wenn ihr die VIP-Area habt. Die ich tatsächlich nicht habe, weil ich leider keine Robux ausgeben kann und die 400 Robux kostet. Also, es wären gute Trades. So, jedenfalls, ich habe noch 5 von denen übrig. Und die verkaufen wir dann nochmal für 15.000 Gems. Ich denke, das ist ein guter Deal. Das können wir so machen. Pack 5 für 25. Oh, das wollte ich gerade machen, aber irgendwie hat die niemand gekauft. So, verkaufen wir nochmal 10 für 80.000. Ich gehe jetzt immer in so 10.000er Schritten weiter runter, bis das irgendwann mal jemand kauft, Leute. 80.000, komm schon. Das ist echt gar nicht so viel. Ihr müsst dafür vielleicht 5 Minuten in der Diamant-Area farmen. So, wir traden dabei währenddessen aber nochmal mit einer Person hier. Fire Spider. Ein Exotic Pet Buch und 2 Midas Touch Bücher. Was soll ich dir dafür geben? Ich habe nicht so krasse Sachen tatsächlich. Und 7 Rainbow Princess Strings. 30.000? Das erscheint mir ein bisschen zu wenig zu sein. Ich glaube, du hast eine Null vergessen, oder? Nee. Ich glaube, du hast eine Null vergessen. Wir machen 300.000. Ich glaube, 300.000 hört sich reasonable an. Das kann man dafür ausgeben. Das sind krasse Bücher. Und auch gute Pets. Ich denke, 300.000 ist ein relativ guter Trade dafür. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Kack-Trade gemacht. Aber ich glaube, das war trotzdem mal Win, oder? 200k? Okay, safe war das Win. Ich habe gerade ein Exotic Pet Buch und 2 Midas Touch Bücher bekommen. Das ist übelster Win. Und dazu noch 7 von diesen Princess Dragons in Shiny. Die sind auch übel teuer normal. Für ihn ist übel los. Wie viel ist das wert alles insgesamt? Schon ein bisschen was, oder? So, Exotic Pet Buch ist... Wir gehen mal auf den anderen Server. Ich glaube, hier stacken sich schon ein paar zu viele Leute, Leute. Wir gehen mal auf den anderen Server und verkaufen da weiter. Komm, stellen wir uns einfach hier hin. Und dann die anderen Pets hier. Diese Princess Dragons probieren wir mal pro Stück für so 10k wegzubekommen vielleicht. Okay, wir probieren 220.000 für Exotic und 190 für ein Midas Touch Buch. Midas Touch ist gut. Stimmt. Das wurde ja gebufft. Aber also müsste es ja teurer sein, oder? Das wurde ja mit dem letzten Update gefühlt dreimal verbessert. Wir probieren trotzdem mal für 190. Vielleicht kauft es ja jemand. 220 und 190. Dann wären wir schon wieder im Big Win, wenn wir die verkaufen können. Und dann noch so ein Princess Dragon für 10.000 hier. 2 von denen können wir auch gleich noch so hinstellen. Also wenn das Leute kaufen, dann sind wir sehr nahe am ersten Huge Pet. Titanic dauert dann zwar noch ein bisschen, aber wir sind schon näher am ersten Huge Pet zumindest. Digga, was macht das Eichhörnchen hier? Willst du auch was kaufen oder willst du die ganze Zeit nur hier rumstehen? Warum Princess Dragons so teuer? Weil das Shiny Princess Dragons sind. Die sind viel, viel seltener. Oh! Irgendjemand hat einen Princess Dragon gekauft für 10k. Siehst du? Und noch einen. Siehst du, die verkaufen sich doch. 10k ist ein guter Preis für die. Wir können auch mal 2 für 17k anbieten. 2 für 17k ist noch ein besserer Preis hier. Falls jemand kaufen will, holt euch 2 direkt für 17.000. Maurice trade mich an. Was ist los, Mr. Eichhörnchen, Mann? Okay, Maurice, du hast einen Huge Happy Rock. Wie viel Gems würdest du dafür wollen? Für wie viel könnte ich dir den abkaufen? Weil dann weiß ich, wie weit ich noch sparen muss. Gib mir 100.000. Okay, ich kann jetzt nicht für 100.000 einen Happy Rock abtraden. Das kann ich nicht machen. 100.000 ist ein bisschen zu wenig. Einigen wir uns auf 700.000? Ich komme dann später zurück, wenn ich die 700.000 habe, okay? Doch. Kannst du? Nein, kann ich nicht. Ihr könnt mir nicht einfach die ganze Zeit Pets schenken, Leute. 100.000 plus Exotic plus beide Midas Touch. Okay, ich kann dir alles geben, was ich habe. Das können wir machen. Ich gebe dir 100.000 plus das Exotic plus beide Midas Touch Bücher und die 5 Princess Dragons, die ich noch übrig habe. Ich glaube, das ist tatsächlich ein halbwegs fairer Trade sogar. Das müsste ein okayer Trade sein. Dann haben wir am Ende noch 30.000 übrig und einen Happy Rock. Nein, nur 100k. Ja, ich gebe dir das Zeug und du bist jetzt damit zufrieden, okay? Du bekommst die 100.000 Gems noch dazu. Du kannst von mir aus die Exotic Pet Bücher verbrennen oder so. Ist mir komplett egal. Aber du nimmst jetzt diesen Trade an oder du nimmst ihn nicht an? Nö. Okay, was wäre, wenn ich dir jetzt hier, bam, bam, nur 100.000 Gems gebe? 100k, was willst du von mir? Du bist ja nerviger als Nugget. Den Trade würdest du jetzt annehmen, oder was? Und er hat das Spiel verlassen. Sehr schön. Dankeschön, Maurice, für deinen Trade. Oh, Dark Shadow, du hast auch einen Huge Happy Rock. Was willst du dafür haben? Wie gesagt, ich bin gerade ziemlich knapp bei Kasse, aber das ist alles, was ich hätte. Ich kann dir alles geben, was ich habe im Inventar. Mehr habe ich nicht. 147.000 Gems, 2 Midas Touch Bücher, ein Exotic Pet und 3 Princess Dragons in Shiny. Ja? Warte, du machst
machst das? Du machst das wirklich? Ja, okay. Damit, Leute, würde ich sagen, haben wir unser erstes Huge-Pet. Das ging erstaunlich schnell. Das hat nicht mal 2 Stunden gedauert. Im Petsmulat X haben wir dafür länger gebraucht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie wir aus diesem Huge-Pet dann ein paar mehr Huge-Pets und vielleicht sogar ein Titanic machen.